Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich allen auch von meiner Seite. Ich freue mich, euch zu diesem Gottesdienst begrüßen zu dürfen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, dass in letzter Zeit jeder nur an sich denkt. Nur ich denke an mich. Anders gesehen jedoch, wenn jeder an sich denkt, dann ist an alle gedacht. Und genau darum geht es in meiner Predigt heute. Wir machen weiter mit unserer Jahresthemenreihe über die Merkmale echter Liebe. Schon seit Monaten betrachten wir sehr genau die Beschreibungen und das Wesen der Liebe, wie sie uns Gott durch den Apostel Paulus in dem Korintherbrief überliefert hat. Heute geht es weiter mit dem Hohelied der Liebe. Und zur Erinnerung und zur Auffrischung des bisherigen lesen wir noch einmal den Abschnitt aus 1. Korinther, Kapitel 13, Abvers 1. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Soweit Gottes Wort. Wir sind stehen geblieben bei Vers 5 und haben das letzte Mal, wenn ihr euch erinnert, von Markus und von Paul davon gehört, dass die Liebe sich nicht aufbläht und dass sie sich nicht ungehörig verhält. Heute geht es in der ersten Predigt darum, dass die Liebe nicht das Ihre sucht. In dem ganzen Abschnitt werden Merkmale echter Liebe aufgezeigt. Das, was Liebe ist, aber auch das, was Liebe eben nicht ist. Und heute geht es darum, dass die Liebe nicht das Ihre sucht. Sie ist nicht selbstsüchtig. Sie ist nicht eigennützlich. Sie ist nicht egoistisch, sie ist nicht darauf aus, ihren eigenen Vorteil zu suchen, sondern die Liebe sucht den Nächsten. Sie sieht die Not der anderen. Die Liebe sucht nicht das Ihre, sondern das Wohl des anderen. Eigentlich eine ganz klare und einfache Sache, zumindest von der Theorie her gesehen. Und das ist für uns alle nichts Neues, das ist mehr als bekannt, denn das ist das Kernwesen eines Christen. Was sind die zwei wichtigsten Gebote? Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. An für sich klingt das sehr einfach und doch in der Umsetzung erweist sich das als äußerst schwierig. Denn die Selbstsucht, der Egoismus ist seit dem Sündenfall tief in uns verankert. Der Mensch ist durchsetzt und verseucht von der Selbstsucht. Der Mensch ist von Natur aus darauf bedacht, das Seine zu suchen. Ganz anders jedoch die Liebe, die Gott uns schenkt. Ganz anders die Liebe, die Gott in unserem Leben sehen möchte. Diese Liebe sucht nicht das Ihre. Wie tief diese Selbstsucht in uns verankert ist, sehen wir schon bei ganz kleinen Kindern. Denn die Selbstsucht, der Egoismus, den muss man uns ja nicht beibringen. Ein kleines Kind,
wenn man ihm sein Spielzeug wegnimmt oder wenn man es bittet, sein Spielzeug mit einem anderen Kind zu teilen, wird von ganz alleine sagen, meins. Das muss man ihm nicht beibringen. Tief in unserem Herzen steckt diese Selbstsucht. Und das, was in den kleinen Kindern schon angelegt ist, findet sich leider bei uns Erwachsenen in noch einem viel größeren Maße. Schon zu Beginn der Menschheitsgeschichte sehen wir dieses Verhalten. Nachdem Kain und Abel Gott Opfer dargebracht haben und Gott Abels Opfer angenommen hat und Kains nicht, da ergrimmte Kain. Da stieg Zorn in ihm auf und er senkte finster sein Blick. Und dann sagte er zu seinem Bruder, komm, lass uns noch mal auf die Felder gehen. Und dort erschlug Kain seinen Bruder. Und als Gott ihn dann zur Rede stellen wollte und ihn fragte, wo sein Bruder Abel sei, da antwortete Kain, ich weiß es nicht. Soll ich denn der Hüter meines Bruders sein? Nach dem Motto, was kümmert mich das, wo der andere ist oder was der andere macht? Ich bin schon genug mit mir selbst beschäftigt. Tief in unserem Herzen steckt diese Selbstsucht. Und jetzt treffen wir als von Natur aus selbstsüchtige Menschen auf Jesus. Und Jesus sagt, ich möchte euch Liebe geben. Römer Kapitel 5, denn die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Jesus möchte, dass wir lernen zu lieben. Und so beschreibt Paulus in 1. Korinther, wie Liebe funktioniert, was Liebe ist und was Liebe nicht ist. Und er sagt, dass die Liebe nicht das ihre sucht. Die Liebe legt es nicht darauf an, ihren eigenen Vorteil zu finden, sondern sie legt es darauf an, den anderen zu dienen, für den anderen da zu sein. Die Bibel spricht an sehr vielen Stellen darüber. Denken wir da einmal an das Gleichnis des barmherzigen Samariters. Eines der bekanntesten Gleichnisse, wo es um Nächstenliebe geht. In seiner Rede über die Endzeit spricht Jesus über einen wirklich sehr interessanten Aspekt über das Weltgericht, das kommen wird. Ich möchte diesen Abschnitt euch gerne einmal vorlesen. Ich lese aus Matthäus Evangelium, Kapitel 25, ab Vers 31. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen, zur Linke, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist vom Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet.
Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Was für ernste und ermahnende Worte. In seiner Bergpredigt geht Jesus noch einen Schritt weiter und sagt, dass wir nicht nur unseren Nächsten lieben sollen, sondern auch unsere Feinde. Und das geht nur aus der göttlichen Liebe heraus, die Gott uns durch seinen Geist schenkt. Wie häufig fällt es uns schon schwer, das Wohl unseres Nächsten vor Augen zu haben, in der Familie, unter Freunden, auf der Arbeit oder in der Gemeinde. Wie können wir das nur schaffen, was Jesus im Lukas-Evangelium sagt, dass wir diejenigen segnen, die uns fluchen, dass wir für die bitten, die uns beleidigen, dass wir denen wohltun, die uns hassen. Ich denke, eine große Hilfe und Motivation kann uns dabei sein, wenn wir auf das Leben Jesu schauen. Denn das größte Beispiel für Selbstverleugnung ist der Herr Jesus Christus. Er erniedrigte sich selbst, damit wir erhöht würden. Er wurde arm, damit wir reich würden. Er starb, damit wir leben. Und es hilft einem sehr, wenn man sich Jesus selber anschaut. Und ich möchte uns motivieren, indem ich uns einen weiteren Bibeltext vorlese aus dem Philipperbrief. Ein Text, wo Paulus genau beschreibt, wie Jesus bereit war zu verzichten. Ich lese aus Philipper Kapitel 2 ab Vers 1. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus? Ist Trost der Liebe? Ist Gemeinschaft des Geistes? Ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit? Heißt so viel, wenn es in unserem Leben wirklich eine Begegnung mit Jesus gegeben hat, wenn es wirklich Vergebung der Sünden gab, wenn es wirklich eine Aufnahme in die Gemeinschaft der Heiligen gab und eine Versiegelung mit dem Heiligen Geist, wenn wir wirklich Kinder Gottes sind und das erfahren haben, dann Vers 2, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Wenn wir wirklich Kinder Gottes sind, dann sind wir dazu berufen, nach vorne in dieselbe Richtung zu schauen. Dann sind wir dazu berufen, einmütig eines Sinnes zu sein. Und Paulus schreibt, Vers 3, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen. Nichts aus Eigennutz. Ich tue nichts für mich in der Gemeinschaft. Ich tue es nicht, um meine Ehre zu suchen. Ich tue es nicht aus eitler Ehrenwillen. Sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. In der Gemeinschaft der Christen hat Egoismus und Ichsucht und Eigennutz keinen Platz. Ich lebe neben dem anderen, den Gott genauso berufen hat wie mich. Ich lebe als einer, der ihm dient, weil ich ihn lieben möchte. Und Paulus versucht, die Philipper dafür zu gewinnen. Und er malt ihnen Jesus als Vorbild vor Augen. Seine Argumentation geht so, schaut euch doch mal an, wie Jesus gelebt hat. Vers 5. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Wie war Jesus drauf? Wie war er eingestellt zum Thema Eigennutz und Egoismus? Vers 6. Er, der in göttlicher Gestalt war, Jesus war vollwertig Gott und hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein.
vielleicht etwas schwierig zu übersetzen. Ein Raub ist ja das, was ein Räuber geklaut hat und nicht mehr hergeben möchte. Das, was er festhält. Und jetzt kommt der Sohn Gottes und sagt, ich halte an meinem Gottsein nicht mit aller Macht fest. Und hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er verlässt den Himmel und kommt auf die Erde und wird Knecht. Und ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Jesus war auch ganz und gar Mensch. Verwundbar. Man konnte ihn geißeln und da floss Blut. Er war hungrig, er war müde. Man konnte ihn enttäuschen. Jesus war auch ganz und gar Mensch. Und ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. Wenn einer das Recht hat zu sagen, meins, weil ich bin Gott, ich bin der Schöpfer und alle Dinge sind sowieso für mich. Wenn einer dieses Recht hat, dann ist es Jesus. Und er verzichtet. Er verzichtet für uns. Er wird Mensch, er wird Knecht. Und er steigt auf der sozialen Leiter ganz nach unten, wo er wie ein Verbrecher hingerichtet wird für unsere Schuld. Und wenn wir in unserem Leben einen Grund brauchen, warum wir nicht egoistisch sein sollen, dann ist dieser Grund das Vorbild Jesu. Weil er es nicht war, sollen wir es auch nicht sein. Weil er bis zum Äußersten geliebt hat, sollen auch wir bis zum Äußersten lieben. Und das heißt, Vers 4 nochmal, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seien wir solche, die nicht egoistisch sind. Gehen wir mit offenen Augen durch die Welt und schauen, wo ist die Not des anderen? Wie kann ich dienen? Wie kann ich ihnen Freund und Lastenträger sein? Wie kann ich ihnen wie Jesus eine Stütze und Hilfe werden? Wenn wir das tun, dann haben wir ein ganz wirksames Mittel gegen den Egoismus, der so tief in uns drin steckt. Und dann können wir Liebe lernen. Eine Liebe, die tatsächlich nicht das ihre sucht. Ein Merkmal echter Liebe ist, dass sie nicht das ihre sucht. Amen.